Hi Leute, was geht? Ich bin Naruto Element und ist ein letzter Test von Little Inferno. Das ist ein neues Spiel auf Steam und man kann Sachen verbrennen. Ich habe schon mal 7 Minuten angespielt, aber wir fangen ein neues Spiel an und ich will das kurz mal antesten, was man da so machen kann und euch einfach zeigen, weil es ein lustiges Spiel ist. Man kann mal zeigen. Flippt da drauf. Ja, wenn man Zeiger halt hat, kann man da anbrennen und man kann viele Sachen verbrennen. Und wir kriegen mal einen Brief. Gratuliere zum rechtmäßigen Erwerb eines neuen Brand eines deines brandneuen Little Inferno Entertainment Fireplace. Wir haben jeden Kamin mit Liebe gefertigt und deinen Zuhause wärmen und dein Herz. Halte dich warm da drinnen. In Liebe, Miss Nancy. Okay. A, G, B. Toll. A, G, B. Wow, es brennt. Und man kriegt halt Geld, wenn man Sachen verbrennt. Und es kommt ein neuer Brief an. Ach du meine Güte, hast du bereits all deine Sachen verbrannt? Das ist okay. Du kannst immer mehr kaufen. Mit deinem brandneuen Katalog. Liebe Miss Nancy. Ja, wir haben einen Katalog. Oh! Schauen wir, welche Sachen wir da haben. Der ist recht lustig, den habe ich zuerst getestet. Und die Uhr nehmen wir mal. Kreditkarte, können wir uns die kaufen? Ja, wir können eine Kreditkarte kaufen. Wow. So. Ein einsames Stück brennt. In der Mitte und fliegt nach oben. So, und da kommen sie halt mal. Alles gleichzeitig. Ja, dann alles gleichzeitig. Die Uhr da drauf hauen. Und los geht's. Wow. Oha, Popcorn, yeah. Und Geld. Ich mag das Geld sehen, was da drauf ist. Nein. Nein. Was ist da drauf? Mal sehen, was da drauf ist. Okay, wie spät ist? Ist egal. Ich wollte das wegwerfen. Es geht nicht zum Wegwerfen. Jetzt geht's. Yay. Fliegt da Geld raus, wenn man es in die Luft wirft? Schau mal. Nein, anscheinend nicht. Gehen wir in den Katalog. Ein Magnet. Das sollte auf der Uhr eigentlich biegen bleiben. Schauen wir gleich mal. Ja, und oben gibt es die Kombos, schon Frühlingswachen, Generation, Kreditgeber, Filmabend, okay, schau mal. So, schau mal, ob das da bicken, das sollte bicken bleiben. Tut's bicken bleiben eigentlich. Ist egal. Wie verbrennt der? Yay, er sprüht Funken. What the f. Ach so, er brennt. Lol. Spinnen kann man auch zerstören, halt zerstören, anbrennen. Oh, das machst du so gut. Aber keine Sorge. Little Inferno ist nicht wie alle anderen Spiele. Es gibt keine Punkte. Es gibt keine Bewertung. Es gibt kein Zeitlimit. Mach einfach nur ein schönes Feuer. Und halt dich warm in Leuchten deines High Definition Entertainment Produkts. Aber du kannst das nicht ewig machen. Alles hat ein Ende. Halt dich warm, Miss Nancy. Okay, der Brief hat auch ein Ende. Und die ganzen Sachen nerven langsam, die da herumliegen. Ja, gehen wir wieder in den Superkatalog. Bremer, das da und. Okay, geht sich nicht mehr aus. Little Inferno, Fireplace. So, wir haben 8. Tomorrow Books. Okay. Das ist wahrscheinlich das Geld. Oh, warte kurz, jetzt zeige ich euch eins, das habe ich auch geschafft zuerst. Dreh dich um. Bäm. Warum kein Bäm? Das sollte gehen. Warum nicht? Sollte Bäm machen. Warum macht es kein Bäm? So, warum macht das kein Bäm? Jetzt geht's. So. Bauen wir dem Viech ein schönes Bett. Und legen was drauf. Legen das drauf aufs Viech. So, jetzt hat es eine schöne Decke und schlaft schön drunter und wird verbrannt. Lol, es sinkt. Oh.
Little Inferno. Okay, wir haben einen neuen Brief. Hallo? Ist da wer? Okay, das wäre neuer. Du kennst mich nicht, aber ich dachte, ich sollte dir sagen. Es ist so kalt draußen. Ich bin ganz eingekuschelt vor meiner Little Inferno Entertainment Fireplace. Es ist so angenehm, warm. Ich könnte immer hier bleiben. Wie ein Made im Fettpolster. Ich meine, eine fette Made im Speck von Sugar Plums. PS, das ist für dich. Yay, ein Foto von jemandem. Die hat keine Nase. Nein, nein, es brennt! Nein! Okay, sie ist tot. Jetzt können wir gleich, warte kurz. Schau mal, das ist cool, glaube ich. Schau mal die dicke Flamme an. Okay, es tut noch. Kaufen wir mal das Rad und den Piraten. Und dann gibt es da die erste Combo. Yay, 1 Euro. Tomorrow Dingsbums. Das Ding sollte verbrennen, schnell in der Ecke. Verbrennen in der Ecke, so. Das ist cool, das Ding. Zeige ich euch jetzt. Legen wir es so her. Komm. Yay. Kein Flammenwerfer. Das ist doch cool. Nein, der Mund fehlt. Ja, ist egal. Jetzt machen wir den ersten Combo. Hoffentlich verbrennt es nicht gleich. Setz dich drauf und verbrennt gemeinsam. Yay! Erster Combo. Hallo, ich bin es wieder. Richtig so. Als würde etwas brennen, hast du auch ein Little Inferno Fireplace bekommen? Es scheint so, als würde heutzutage jeder einen haben. Jeder, den ich kenne, hat einen. Und jeder, den ich nicht kenne, auch. Sachen verbrennen. Macht richtig Spaß, aber sei vorsichtig. In der Bedienungsanleitung steht, es gibt noch etwas viel gefährliches Feuer. Aber ich habe sie verbrannt. Also werden wir es nie erfahren von deiner neuen Freundin Sugar Plums. Das war Sugar Plums. Und jetzt verbrennt man den Brief und alles brennt, alles brennt. Warum brennt so viel? Sollen wir es mal abbrennen lassen, da alles auf Zeiten geben. Alles auf Zeiten, habe ich gesagt. Hallo. Schau mal weiter. Wir haben da ein altes Foto.